Wir schauen mal auf das rote Telefon. Das ist nämlich zurück in der Weltpolitik. Das rote Telefon, das in Zeiten des Kalten Kriegs der heimliche heiße Draht war zwischen Moskau und Washington. Das steht jetzt hier, guck mal da, am Rand vom Tisch. Im Kanzleramt. Ja, das ist ein Foto vom Telefonat des Kanzlers mit Putin. Und seitdem spricht Deutschland über dieses ja etwas altbacken aussehende rote Telefon. Wir nennen es das Scholzophon. Ja, das ist nach Bildinformation ein Hochsicherheitstelefon SINA Communicator H. So heißt das Ding offiziell. Parlamentschef Ralf Schuler bei uns im Studio. Alles top secret über dieses Telefon. Wie laufen solche Telefonate im Kanzleramt ab? Wer wählt dann die Nummer von Putin? Das ist in der Tat recht neu, dieses Telefon, und hat eine sehr komplizierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist neu, das Telefon. Das ist ganz neu. Das steht noch nicht lange da und wird, glaube ich, soweit ich weiß, auch noch nicht benutzt, weil es immer darauf ankommt, dass die Gegenseite auch sowas hat. Das ist jetzt nicht so verbreitet. Aber Hochsicherheit, also die Verschlüsselung, dieses Gerät spricht mit dem anderen Gerät darüber, wie verschlüsseln wir denn? Und dann tauschen die sich gegenseitig die Codes aus. Spannende Geschichte. Grundsätzlich sind solche Telefonate ein schwieriges Unterfangen. Da wird erst ein Termin vereinbart, dann stellt das Lagezentrum im Kanzleramt, das ist im ersten oder zweiten Stock, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, stellt dann die Verbindung her. Das sind auch Hochsicherheitsleitungen, angeblich komplett abhörsicher, wobei das letzte Stück zwischen Lagezentrum und dem Kanzler manchmal dann unsicher ist. Mhm. Er kann sich das auch auf sein verschlüsseltes Handy geben lassen. Dann werden diese Leitungen hergestellt und dann erst, wenn beide bereit sind, wird das freigeschaltet und dann spricht man. Man spricht, obwohl Putin Deutsch spricht, auf jeder in seiner Muttersprache, das ist internationales Protokoll, und lässt das dann übersetzen. Deswegen dauert es dann auch so lange, ne? Diesmal 90 Minuten das Gespräch, also das zieht sich ja wahnsinnig in Länge, wenn man übersetzt wird. Also das wird von den jeweiligen Stäben hergestellt, diese Leitung, und dann beginnt man zu sprechen. Das ist eine relativ komplizierte und langwierige Geschichte, aber es kommt dann dort nicht dazu, dass Scholz dann an seinem Schreibtisch sitzt und in seinem kleinen Heftchen nachblättert, Putin, Putin, P, Vorwahl Moskau, das machen die anderen für ihn. Aber es ist eine spannende Geschichte. Jeder veröffentlicht dann im Prinzip nur das, was er möchte, also was er gesagt hat und was er rauslassen möchte, und die andere Seite dann auch. Hochmodernes rotes Telefon auf dem Tisch des Kanzlers und Ralf Schuler mit allen Informationen zu den auch Inhalten und Abläufen dieser Telefonate. Danke.